Ich habe ja an der BTU Cottbus angefangen, genau mit Gesangspädagogik. Das war sozusagen mein erster Schritt. Und ich hatte auch hier tatsächlich meine ersten Kompositionsaufträge. Genau, habe ich auch von meiner Gesangsprofessorin noch den Impuls bekommen, naja, warum studieren Sie nicht Komposition? Was willst du tun? 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 Es geht ja um das Phänomen des Viralgehens und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und diese Korrelation zwischen dem Viral-Leben, dem Social-Media-Leben und unserer Gesellschaft. Ja, das thematisiere ich in dem Stück. Das war eine ungewöhnliche Herangehensweise. Wir haben ja sozusagen workshop-mäßig zusammengearbeitet, Sachen ausprobiert. Wir haben Sachen experimentiert, die mit ihnen funktionieren. Sie haben Ideen zu der Dramaturgie gegeben, zu den Geschehnissen auf der Bühne. Das war eine Kooperation tatsächlich, eine Zusammenarbeit. Und mit ihnen, das heißt sehr viel von dem visuellen Charakter, von der Dramaturgie, von dem Ablauf, bin ich dann ihnen auch dankbar, weil sehr viel Input daraus kam.